Habt ihr mich vermisst? Ich habe im Moment wirklich, ich habe im Moment wenig Motivation, Videos zu machen, weil einfach das viel Arbeit ist. Auch wenn man selbst wenn man nur One-Takes macht, ist es viel Arbeit. Und weil ich einfach zu müde bin. Ich bin einfach zu müde. Ich bin es ja nicht gewöhnt, dass ich um 6 Uhr aufstehe, dann 6 Stunden Unterricht habe, dann wieder nach Hause komme, dann lege ich mich erstmal hin. Und dann stehe ich um 17 Uhr wieder auf und dann gucke ich Fernsehen und dann lege ich mich wieder ins Bett. So, Überschrift. Kinos, ich habe seit Donnerstag Durchfall. Das hat am Donnerstag angefangen. Und ich konnte es mir einfach. Da habe ich doch gedacht, ich habe mir. Da gab es. Am Donnerstagmittag hat es angefangen. Nach dem Mittagessen. Da gab es gefüllte Paprika. Und da dachte ich noch, na ja gut, kann ja sein. Ist ja im Rahmen des Möglichen, dass ich mir mit dem Fleisch vielleicht, mit dem Hackfleisch den Markt verdorben habe und habe das auch so angenommen. Am Freitag jetzt, gestern, habe ich den Durchfall gestoppt mit Imodium akut. Weil der auch nicht weggegangen ist am Freitag. Ich hatte Freitag immer noch Durchfall, musste aber in die Schule. Also habe ich Imodium akut genommen. Damit war er nicht weg, aber hast du ja immer noch Stuhlgang, aber halt fester. So. Der Hettle, geil, ne? Seit 14 Tagen kein Video und ich rede über meinen Stuhlgang. Cool, ne? So, jetzt passt auf. Hatte ich gestern Nachmittag, gestern Abend, ich hatte Ruhe. Stuhlgang, normal. Jetzt gerade fängt es wieder an. Der Hettle hat Durchfall und ich denke, es kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder Durchfall habe. Und dann habe ich überlegt, was habe ich denn heute gemacht, was einen Durchfall auslösen könnte? Oder ist das noch vom Donnerstag? Und das Imodium akut hat es nur eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Nee. Dann habe ich überlegt, was hast du denn heute gegessen? Heute Mittag gab es Schnitzel Milanese mit Spaghetti und Tomatensauce. Nennt man normalerweise Mailänder Art. Ich habe das Schnitzel halt noch ein bisschen. Mache ich jetzt auch gerade für die Franziska warm. Also daran kann es nicht liegen. Schnitzel war frisch vom Metzger. Nudeln, da kann man nicht viel falsch machen. Die Butter, die ich da reinmache, ist normal, kann es also nicht sein. Dann habe ich mir überlegt, was trinke ich denn in letzter Zeit? Ich trinke in letzter Zeit viel einen Tee. Ich mache mir einen Tee. Und zwar diese Kräutermischung hier. Na, ich habe so eine Kräutermischung. Hier ist so eine Früchtemischung. Schmeckt saugeil. Und in diese Früchtemischung kippe ich einen Saft von Dietz. Einen Saft von Dietz. Da kommt ihr nie drauf. Da kommt ihr nie drauf. Und dieser Saft verursacht Durchfall. Nämlich schwarzer Johannisbeersaft. Schwarzer Johannisbeersaft verursacht Durchfall. Und ich trinke eine verdammte Flasche am Tag. Eine Flasche trinke ich am Tag. Verdünnt in Tee, aber ist ja egal. Aber woher soll ich das wissen? Woher bitte soll ich sowas wissen? Ich wusste das nicht. Ja, ich wusste es nicht. Woher soll ich es auch wissen? Das hat mir noch keiner gesagt, dass man von Johannisbeersaft Durchfall bekommt. Jetzt ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, habe ich mir überlegt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum in Johannisbeersaft, den du im Discounter kaufen kannst, nur 5 oder 10% Saft drin ist. Und in dem von Dietz, ich habe nämlich noch nie Durchfall gekriegt, wenn ich Johannisbeersaft getrunken habe. Noch nie. Weil ich mir immer diesen Nektar gekauft habe. Ne? Diesen, ihr wisst schon, diesen, also billig so, also 90 Cent Nektar, ja. Und da habe ich noch nie, nie, nie Durchfall von bekommen. Aber das da von Dietz ist ein frisch gepresster, 30-prozentiger Johannisbeersaft. Der haut mir halt Zeug hinaus. Jetzt weiß ich's. Die Frage ist jetzt, weil ich ihn unwahrscheinlich gerne trinke,
ist jetzt die Frage, wie viel darf ich denn davon trinken, damit der mir nicht die Krone raushaut und ich immer auf der Toilette sitze. Kann ja nicht sein, dass ich ständig mit Durchfall rumlaufe, nur weil ich gerne Johannisbeersaft trinke. Also, wenn ihr das wisst, wie viel darf ich denn davon trinken, ohne ständig kacken zu müssen? Auf eure Antworten bin ich gespannt. Und ob ihr mich vermisst habt. Hashtag vermisst.